Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 für den PC. Ist ja mit dem letzten Part ein bisschen abrupt zu Ende gegangen. Ich war ziemlich frustriert, hab ausgemacht bis heute. Und jetzt möchte ich die Figger hier allerdings doch gern killen. Natürlich überlebt er das. WTF, was überlebt er denn? Warum habe ich mit denen so übergroße Schwierigkeiten? Ich hätte vielleicht auch nicht dumm rumstehen, sondern ein bisschen rumspringen. Vielleicht funktioniert das ja. Wo sind sie? Oder hinter uns, hinter mir. Moment. Sie kommen von da. Aua. Okay, ich hab's geschafft. Das ist gut. Das ist gut. Dann nehme ich jetzt ein großes Medipack. Muss ich jetzt einfach raushauen. Und nehme mir Automatikmunition. Moment. Halsmaul. 588. Speicherung. FDW. Aha. So. Und wo ist die Uzi-Munition? Das kleine Medipack? Hier! Sehr schön. Okay. Scheiß auf die Munition und das große Medipack. Ich hab's geschafft. Wie erwartet ist es jetzt so, jetzt habe ich einen Tag nicht gespielt, jetzt habe ich gar keine Ahnung mehr und bin total verwirrt, wo ich hier jetzt schon war, wo ich noch nicht war und so weiter. Habe ich total erwartet. Und komme ich hier wieder hoch? So. Ach, komm schon. Sehr gut. Geht doch. Warum nicht gleich so? Also, wo war ich denn hier jetzt schon und wo nicht? Ich weiß, ich wollte... Oh, die Leiter da sehe ich jetzt kurz zum ersten Mal. Oder ist das eine Leiter? Keine Ahnung. Ich wollte da hinten mal lang gehen, dort. Da war nämlich eine Leiter und eine Nische. Da wollte ich einmal hingehen. Und das werde ich jetzt auch tun. So. Ach ja, ich wollte noch eben eine andere Waffe wieder ausrüsten. Ich hätte mich zuerst hier umschauen, denn hier ist ein Scheiß. Ein großer Scheiß. Hier ist absolut gar nichts. Gut, dann kletter ich die Leiter hoch. Aha, das ist eine Tür und da war ein Schlüsselloch. Habe ich einen Schlüssel oder nur eine Maske? Ich habe nur eine Maske. Gut. Dann ist die Leiter dran. Und hier müssen wir gleich nach rechts. Nach oben kommen wir nämlich nicht weiter. Gut. Noch eins nach oben und nach rechts und fallen lassen. Auf das Stück Energie scheiße ich jetzt allerdings, ehrlich gesagt. Das muss ich jetzt mal so sagen, darauf scheiße ich. Deshalb gehen wir jetzt nach rechts und jetzt sehe ich meinen Schatten. Jetzt kann ich hier ganz sanft drauf landen. Das wird natürlich sofort abgespeichert. Granatmunition? Aha. Mehr nicht? Also ich meine, es ist nicht schlecht. Schließlich habe ich gerade Granaten benutzt für die Gegner. Aber... Ach Moment, das ist kein Schlüsselloch. Hier muss sogar eine Maske rein. Haha. Wie passend. Und wieso kriege ich hier Granatmunition? Das erfahren wir nach einem kurzen Cut. Vielleicht. So, können wir hier jetzt durch. Lauf weg. Ich glaube, wir wissen jetzt, wofür wir die Granaten brauchen. Aber vorher... Mann, ist das gruselig. Okay. Ich
will da nicht reingehen. Ich schau erstmal kurz, was das da hinten war, also ob das eine Leiter war oder nicht. Und es ist ein Scheiß. Man hört über die ganze Map. Das ist gruselig. Ich glaube, hier hatte ich damals auch so viel Angst. Also ich meine damals, als ich noch klein war. Deutlich kleiner. Ah, die sind höchstwahrscheinlich ein Stockwerk tiefer. Sonst wäre ich denen jetzt schon längst begegnet, glaube ich. Oder ich kann da mal was probieren. Scheiße. Ich probiere es nochmal. Nein. Nimm auf. Nein, die Fackel geht leer. Flieg runter. Ja, die fliegt nicht runter. Aber hier ist es so dunkel, ich sehe gar nichts. Ich sehe gerade nur schwarz. Schwarz. Ich muss hier doch nicht runter, oder? Hier kann ich lang. Oh Gott, eine Treppe. Die haben aufgehört zu schreien, die Viecher. Ich habe Angst. Moment, was bringt mir das? Ah, hier ist ein Hebel. Aha. Das bringt mir das. Ich schmeiche mal ab, denn ich habe Angst. Aha. Ha. Scheiße. Licht. Ich renne ganz schnell weg. Und ich glaube, ich weiß jetzt, von wo die kommen. Ja. Oh, fuck. Ich renne lieber ganz schnell weg. Und an dieser Stelle will ich doch mal ganz kurz eine Sache zeigen. Und zwar, hey, töte mich mal. Ich will das einmal zeigen, was dann passiert. Und zwar genau das passiert dann. Das wollte ich einmal zeigen. Und jetzt sterbt. Was ist das schon? Okay. Da waren sie also. Die waren nicht unten. Nein, die waren die ganze Zeit hier oben. Verdammt nochmal. Ist da unten irgendwas? Ja, da ist eine Nische. Ich glaube, da ist noch einer. Ich weiß nicht, ob ich zuerst da hingehe oder ob ich mir zuerst mal die Nische anschaue. WTF. Okay, da hinten ist irgendwo noch eine, aber... Am besten lassen wir den einfach in Ruhe. Vielleicht ist der aber auch in dieser Nische hier. Ja. So, hier drüben ist auch noch einer, oder? Nur Granaten? Okay, wow. Und ein großes Medipack. Zwei Granaten sitzen da. Das ist voll gruselig hier. Ich speichere lieber nochmal ab. Wirklich, ich bin... Die fast schon eine richtige Angst hier. Was wohl gruselig ist. Jetzt habe ich mich aufgrund des plötzlichen Kamerawechsels total erschreckt. Schocken, Schreck. Wieso geht das eigentlich plötzlich zu? Und das auch noch ohne Sound. Das ist auch nicht schön. So muss ich da jetzt oben lang, hä? Ich packe mal lieber wieder meinen Granatwerfer raus. Der ist sogar ziemlich nützlich. Ja. Nee. Aha. Liegt hier sonst noch in so einer Nische was? Nein.
Gut, dann wird gespeichert und dann gehen wir jetzt mal hier durch. Mit gezücktem Granatwerfer. Hebe. Wieso will mir das nun missfallen? Wo ist das denn? Wieso sind die Tore zu? Was soll das? Hey? Moment. So. Ich bin immer noch leicht verwirrt, wenn ich das hier runter mache. Hey. Ich muss hier doch irgendwie... Hey! Wollt ihr mich verarschen? Ist das ein Bug oder ist das richtig so? Hä? Das kann doch nicht richtig so sein. So, ich habe noch mal ein bisschen umgeschaut und bin dabei auf dieses Ding hier gestoßen, diese Kiste. Ich weiß jetzt auch nicht, was mir das bringt, aber vielleicht kann ich das irgendwie unter so ein Tor schieben. Vielleicht bringt mir das was. Ich weiß es aber wirklich nicht. Und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich keine Ahnung, was ich tun muss. Wenn es hier überhaupt drauf geht. Ja, okay, es geht schon mal rauf, aber bringt es mir viel? Ich schau noch mal kurz was. Nein, darunter lag nichts. Also es muss mir auf jeden Fall irgendwas bringen. Ich weiß jetzt auch nicht, muss das hier rein oder muss das draußen? Nee, oder doch? Ich würde sagen, wenn schon, dann hier. Aber eben dieses wenn schon. Ich weiß ja nicht, ob sie überhaupt funktioniert. Ja, okay, funktioniert. Plötzlich einfach irgendwie. Okay, habe ich kein Problem mit. Habe ich wirklich kein Problem mit, müsst ihr wissen. Gut, dann jetzt zu dieser komischen Tür, die wir da gesehen haben. Ich höre was. Was, Mann? Schrotmuni. Uzi-Muni. Und aha, kleines Medipack. Automatic-Muni. Ne. Ne. Danke. Aha. Ach so? Wusste ich gar nicht. Ach, diese scheiß Killer-Ficker. Na, bevor ich mich jetzt... Moment. Ah, da oben habe ich die Tür gesehen, durch diesen Schlitz da. Und hier... Ja, dann gehe ich da mal hin. Vielleicht komme ich da irgendwie hoch. Oh Gott, ich habe Schneebälle gesehen. Gäh. Wie bin ich hier das letzte Mal hochgekommen? Nein, so nicht. Ah, wie bin ich denn hier das letzte Mal hochgekommen? Bin ich einfach nur so hier gesprungen, oder? Ja, bin ich gut. Scheinbar. Oh! Hier geht's direkt nach da oben. Könnte ich hier irgendwie ausweichen? Nein? Ach, hier kann ich ausweichen. Nicht knapp. Und ich glaube, ich habe jetzt auch gerade gesehen, wie ich den See auffrieren kann. Da steht nämlich so eine Säule mit Feuer. Vielleicht kann ich die irgendwie umkippen oder so. Ich gehe allerdings erstmal kurz hier rüber, falls überhaupt irgendwas ist. Aber doch, da oben scheint was zu sein. Schauen wir uns mal um. Eventuell auch nur ein Secret. Nein, einfach gar nichts. Ich könnte dort rüber. Das habe ich gerade schon gesehen an dieser Leiter.
Und diese Leiter fegt mich doch in den Hintern. Habe ich gerade gespeichert? Ja. Ich könnte mich auch hier umschauen. Fegt mich doch in den Hintern. Aber über so eine Schrägen hier kann ich, glaube auch ganz normal laufen, oder? War das nicht so? Ja, kann ich. Ja, wenn ich mich nicht so doof anstellen würde. Mann. Wie voll. Hier laufe ich rüber. Speicher ab. Hier drehe ich mich ganz stark und spring dann rüber. Dafür müsste Lara nur auch springen. Ja. Danke. Jetzt weiß ich noch nicht, ob mir das überhaupt was gebracht hat. Ja, aber scheinbar nicht. Was soll denn hier sein? Komme ich von hier aus darüber? Oder? Ne, das ist viel zu weit. Oder? Was liegt da unten drin? Das sieht aus wie ein rostiger Stab, ein Zepter oder sowas. Nee, das wird nicht funktionieren. Gut, dann werde ich mich mal an der Leiter probieren. Also an der Brücke eigentlich. Aber ist eine Leiter. Da war doch eine Schräge! Wie sehe ich denn so? Ich habe irgendwas. Meine Killserie ist unterbrochen. Meine Deathstreak ist bei was weiß ich wie viel tausend. Natürlich stelle ich mich auch gerade ein bisschen blöd an, aber. Leute, das nennt sich übrigens auch Ungeduld. Jetzt hoch da. Hey, da kommt jetzt irgendwas auf mich zugeflogen. Von da oben. Danke. Schnell speichern, schnell speichern, schnell speichern. Oh, jetzt sind alle Slots voll. Gut. Darauf habe ich gewartet. Warum kommt hier jetzt Musik? Geh weg, Musik! Geh weg, Musik. Ich glaube, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Oh. Yeah. Geht weg. Weg, 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 weg. Weg! Okay, das ist ziemliche Munitionsverschwendung. Ja, 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 danke. Oh, da war noch einer. Okay. Fisch. Bitte. Fisch. So, nochmal speichern und ein kleines Medikit einnehmen. Bitte. Danke. Und jetzt schwimme ich einfach ganz schnell weg. Und zwar hier runter. Nein, ich habe keinen blassen Schimmer, was hier sein soll. Ist hier überhaupt was? Ich glaube, hier ist nichts. Luft. Ja, Fisch. Jetzt kommst du wieder angeschissen. Aua. 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 So, jetzt nochmal gespeichert.
Und jetzt für mich dort lang. Das sieht mir gut aus. Ich kann dem natürlich auch einfach über Wasser bleiben, aber... lame. So. Yes. Die habe ich nicht gesehen. Ach du Scheiße, ist eine Menge Wasser. Lara. Ist das nicht arschkalt? Frage ich mich da nur so. Tür. Ah, hier geht's hoch. Und da oben war auch wieder so eine Schule. Leiterbrücke oder Brückenleiter oder was weiß ich. Kommt sie da ran? Na doch, mit ein bisschen Anlauf müsste das funktionieren. Aber gerade so. Sehr schön. Wie hoch ist die? PTF? Oh nee, sag mir nicht, das ist jetzt einer von diesen. Nein. Ich komme hier nicht höher. Mir bleibt also nur eins übrig. Nach hinten springen. Boah. Es gibt auch welche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo ich nach hinten springen muss, mich im Sprung drehen muss und dann festhalten muss. Und das dachte ich jetzt eigentlich, dass es so eins ist, aber das war es glücklicherweise nicht. Lauf! Ich speichere schnell ab, bevor ich hier um die Ecke gehe. Ja, sowas habe ich erwartet. Aua! Aua! So. Damit ich keine Uzi oder Automatic-Munition oder so verschwenden muss. Und da hinten sind zwei Dinger und da ist irgendwas. Und hier unten ist ein Hebel, den ich wieder mal durch die Wand sehe. So. Hebel. Hebel. Ach du Scheiße. Da drüben. Oh, hier bin ich. Kriege ich das kaputt? Kann ich hier irgendwie drauf laufen oder drauf hüpfen, sodass das kaputt geht? Nee. Dann cutte ich mal kurz, um etwas nachzuschauen. Und zwar die Partzeit. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe natürlich wieder mal vergessen, die Partzeit einzustellen, also den Timer. Gut, dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder von Let's Play Doppelte 2. Bis dann und ciao. Ach ja, für den PC!